So, machen wir weiter. Aber diesmal blau. Sein jüngstes Projekt hat Frank Farian auf den Namen Chili getauft. Im Frühjahr 97 feilt er an verschiedenen Versionen der Single Tick Tick Tack. Wenige Wochen später wird dieser Song Nummer 1 in Frankreich und Brasilien sein. Doch noch ist es nicht soweit. In Berlin trifft sich der Hitlieferant aus der Provinz mit seinen Schützlingen, um im Ballhaus Rixdorf das Video zum potenziellen Sommerhit zu drehen. Unter Anleitung der Regisseurin Mona El-Mansouri versucht ein 19-köpfiges Team, die Mädchenband möglichst effektvoll in Szene zu setzen. Zum Beispiel für die Gruppe, also für die Bandmitglieder. Genau. Das hatte ich mir so vorgestellt. Und ich werde auch eine Verbindung schaffen zwischen den beiden Ebenen. Und jetzt muss ich erstmal einfach gucken, ob sie da reinpassen und was sie machen. Aber das ist der Tanz. Ja, ich finde es sehr schön. Die Tanzprobe findet unter den kritischen Augen Frank Farians statt. Wie bei Hits mit lateinamerikanischem Hintergrund heute üblich, wird der Zielgruppe der 14- bis 40-Jährigen der passende Tanz gleich mitgeliefert. Es ist ein bisschen chaotisch und sieht aus, als wenn nichts organisiert wäre, aber ich denke, dass die alle ihr Bestes geben. Sie haben die Leute nicht alle vorher gekannt. Ist das nicht ein gewisser Unsicherheitsfaktor dann? Der ist immer da. Das Risiko muss man eingehen. Das ist halt so. Was investieren Sie jetzt in diesen Dreh? Ja, ich denke, locker mit allem drum und dran, was wir jetzt machen, mit Werbung und allem drum und dran, so fast 1 Million. Und wie viele Platten müssen Sie verkaufen, um das Geld wieder reinzubekommen? Viele. Sex sells. Das weiß natürlich auch Frank Farian. Die brasilianischen Tänzerinnen gefallen dem Meister der leichten Popmusik zwar gut, doch er denkt auch an Identifikationsfiguren für die durchschnittliche Mitteleuropäerin. Ist auch mehr Mädchen. Ja, noch, wir organisieren noch eine Blonde. Es soll nicht nach einer Brasilien-Show aussehen. Aha. Nicht zu sehr. Von den Arrangements seiner Songs über die Gestaltung der Plattencover bis hin zur Garderobe seiner Schützlinge. Frank Farian gibt keine Entscheidung aus der Hand. Ich bin jetzt mal 2 Stunden hier und ich denke, meine Stimmung steigt. Sie suchen auch Kostüme mit aus? Ja, das ist wichtig, dass das Outfit stimmt und da müssen die ganzen Boutiquen-Sachen herschicken und es ist wichtig, dass die Mädels einen guten Look haben, weil die Leute hören ja auch mit den Augen. Die Mädchen könnten eigentlich so im Alter ihrer Tochter sein, so ungefähr. Etwas älter. Meine Tochter ist 16. Okay, dann sind Sie etwas älter. Aber Sie könnten zumindest Ihr Vater sein. Haben Sie manchmal so Vatergefühle oder sind Sie dann doch eher der Boss? Nee. Also Vatergefühle möchte ich überhaupt keine entwickeln mehr. Ich will auch nicht den Boss rauskehren, aber ich bin der Koordinator, sagen wir mal so. Manchmal auch Moderator? Manchmal auch Moderator, manchmal ein kleiner Diktator. Kleiner. Or maybe she should wear the long one and which we wear the short one, because she's in the middle. Because it doesn't make sense. Yeah. Ja, vielleicht nimmst du das kurze und sie ist in der Mitte. Ja, genau. Ja. Okay. Ja, das würde ich auch sagen. Die gelieferten Outfits der Boutiquen fanden bei Frank Farian diesmal keinen Beifall. So werden die Proben für das Video kurzerhand zugunsten eines Einkaufsbummels unterbrochen. Kim Hall, Frances Opong und Kaylee Fields, die drei Sängerinnen von Chili, dürfen aus dem Vollen schöpfen. Drei Frauen im Schlaraffenland. This is cute. Look at this. Oh, kind of. Fun. Oh, like that. With nice. Those things. Was ist so dein Ding? Ja, gut. Nehmen wir gleich mit. Müssen wir erstmal anprobieren, ob das ist. Ja, das passt schon. Das machen wir passen. Please, no pictures, no autographs, no pictures, no autographs. No pictures, please. Ich brauche eine Rechnung mit Mehrwertsteuer. Mit der Herr Weigel auch ein bisschen was bezahlt. Zeit ist Geld. Und so geht es per Taxi zu den ersten Adressen am Kurfürstendamm. Immer mal reingucken, komm. Also ich würde sagen, wir nehmen jetzt hier das Schwarze mit. Ne, das Schwarze nicht, Quatsch. Das Grüne hier, die 36er. Dann nehmen wir
Nee, das brauchen wir nicht, die Jacke. Hä? Genau. Das nehmen wir mal mit. Das hier. Das nehmen wir mit, die Hose, die kleinste Größe zum Abschneiden. Und diese gelbe da. Und dann fahren wir noch kurz zur Gutier rüber. Was ist Einkaufen Spaß? Stress ist da, absoluter Stress. Macht nicht gerne. Aber es muss sein. Aber Sie kaufen hier Hosen ein für 500 Mark wie andere Leute Brötchen. Und dann sagen Sie zum Abschneiden. Nein, meine Zeit ist kostbarer als die Hose. Achso. Ich möchte das zu Ende bringen jetzt. Ist egal, was das dann kostet. Entschuldigung, Sie haben doch vom Distributier, Sie haben das nicht, doch eben. Nicht abschneiden, haben wir nein, nein, nicht abschneiden. Ja. Da ist es doch. Frank! Nicht abschneiden, es gibt ihm kurz. Hast du gehört? Gibt ihm kurz? Ja, hier. Ah, das ist, ja, das ist zu kurz. No, das ist wieso? Zu kurz. Ist das zu kurz? Ja. No, it goes with the pants. Ja, nein, ich habe zu kurz. Das stimmt schon. Okay. Na, schau mal. Oh mein Gott, der Ohrring hat hier ja noch. Okay, look at the bottom line. Tschüss. Tschüss. Wiedersehen. Nach 2,5 Stunden hat Frank Farian die passende Garderobe für seine Girly-Truppe zusammen. Nach weiteren 2 Tagen ist auch das Video im Kasten. Gleich bei Spiegel TV Interview. Scheiße! Girl, you know it's true. I love you. Das war damals ein Joke und ich konnte das gar nicht abschätzen, was da auf mich zukommt. Gleich bei Spiegel TV Interview Frank Farian. Frank Farian ist ein Geschwindigkeitsfreak. An Bord seines Speedboats Running Man entspannt sich der Plattenproduzent vom hektischen Treiben des Musikgeschäfts. Die Augenblicke auf seinem Schiff gehören zu den wenigen Momenten, in denen der Musikimpresario nicht an neue Projekte und Verkaufszahlen denkt. Der 2400 PS starke und fast 80 Kilometer schnelle Running Man bringt Farian in knapp 15 Minuten von Ibiza zu seinem Lieblingsplatz auf der vorgelagerten Insel Formentera. Während eines Ankermanövers ging der Mann mit der Kappe unfreiwillig über Bord. Vor 7 Jahren ist Frank Farian schon einmal baden gegangen. Wenige Tage nachdem er für Milli Vanilli einen Grammy, die begehrteste Musiktrophäe überhaupt, eingeheimst hatte, musste er zugeben, dass die Sänger Rob Pilatus und Fat Marvin nur Marionetten waren. Die wahren Stimmen von Milli Vanilli steuerten 5 Interpreten bei, die zwar gut sangen, aber schlecht aussahen und deshalb auf Geheiß Frank Farians im Dunkeln bleiben mussten. Der Traum von weiteren Millionenumsätzen mit Milli Vanilli platzte, als Rob und Fab nicht mehr nur mimen, sondern tatsächlich auch singen wollten. Das war damals ein Joke und ich konnte das gar nicht abschätzen, was da auf mich zukommt. Aber spätestens dann, als die Jungs so viel Stress gemacht haben, war mir klar, dass ich das Projekt musste ich canceln. Und das war auch gut so. Naja, Sie kennen das Business natürlich sehr gut, weil Sie schon sehr lange dabei sind. Hätte es Ihnen nicht klar sein müssen, dass das früher oder später auffliegt? Es war mir spätestens klar, als wir den Grammy bekommen haben. Und ich war der Einzige, der unglücklich war. Alle haben gejubelt und ich war der Einzige, der im Sessel versunken ist und habe gesagt, mein Gott, jetzt sehe ich den großen Berg, der auf mich zurollt und der mich begraben kann. Und ich habe dann noch die Kurve gekriegt. Und ich bin heute froh, dass ich das gemacht habe.
und auch den Leuten dann bewiesen habe, dass ich dann doch mit La Bouche und No Mercy und jetzt auch mit Chili, dass ich dann, dass halt meine Arbeit halt doch seriös bewertet wird und dass ich kein Schummler bin. Der Versuch, mit den echten Sängern als The Real Milli Vanilli Kasse zu machen, schlug fehl. Die Fans waren wütend und die Presse fühlte sich betrogen. Selbst die engsten Mitarbeiter hatte Farian hintergangen. Die hatten alle keine Ahnung, weil der Sänger abends um 10 Uhr kam er erst ins Studio durch den Keller. Und die hatten alle gedacht, die zwei Jungs waren die Sänger, weil ich das wirklich geheim halten wollte, weil ich auch Angst davor hatte, weil ich ja sowas noch nie gemacht habe. Ich hatte ja immer sehr, sehr gute Interpreten, ob das jetzt Meatloaf war oder Precious Wilson von Eruption oder Terence and Darby, den ich entdeckt habe. Alle stimmgewaltige Menschen. Und plötzlich habe ich so ein Projekt gemacht. Ich kam mir sehr, sehr, also ich habe mich sehr unwohl gefühlt. Ja. Und dann diese ganze Geheimnistuerei, das hat mir alles nicht gepasst. Und ich war auch froh, wie es dann beendet war. Also da haben Sie gemerkt, dass auch in Ihnen sowas wie kriminelle Energie schlummert. Ich finde das nicht kriminell. Zumal es war ja nur Musik und es war ja nur eine gewisse Unterhaltung. Ich wollte nur die Leute unterhalten mit der Musik. Aber wie gesagt, ich habe den Fehler eingesehen und habe es korrigiert und bin dann auch zu den Leuten gesagt, ich habe euch nicht die Wahrheit gesagt und macht mit mir, was ihr wollt. Und die Leute haben es mir dann doch nicht so verübelt. Doch auf Jahre hinaus blieben die Farian-Produktionen Ladenhüter. Erst mit der Formation La Bouche kehrte 1995 der Erfolg zurück. Meine allererste goldene Schallplatte war natürlich die, ich würde sagen, die wichtigste von, und das war die von Rocky, 1976. Das war für mich, ich habe fast geheult vor Freude, weil man so lange darauf gewartet hat. Ja. Und dann gibt es, wie gesagt, Milli Vanilli war was Besonderes, auch La Bouche, dann war ja dieses Tal, 90 hat man den Crash gehabt mit Milli Vanilli und dann ging es dann richtig ist man ein Loch reingefallen und dann der erste große Erfolg war dann wieder La Bouche, da habe ich mich dann auch tierisch gefreut, also habe ich Gänsehaut bekommen, wie die Platte verliehen wurde. Gänsehaut bekommt Frank Farian sonst wohl nur noch beim Betrachten eines Fußball-Länderspiels. Doch solche Momente der totalen Entspannung sind selten. Es gibt's doch gar nicht. Der arbeitsbedingte Stress brachte Frank Farian schon Herzrhythmusstörungen ein und ihn auf die Intensivstation eines Krankenhauses. Doch Sorgen macht er sich nicht. Ich denke, das ist es wert, weil nachdem ich aus dem Krankenhaus rauskam, war ich sofort wieder heiß, im Studio zu arbeiten und ich habe keine Rücksicht auf mich genommen. Und wenn es mich irgendwann erwischen sollte mit einem Herzinfarkt im Studio, dann ist es, das nehme ich in Kauf. Was soll dann auf Ihrem Grabstein stehen? Das muss ich mir gut überlegen. Die Antwort kommt später.